Das Makrelenangeln ist bei vielen Meeresfans sehr beliebt. Wenn der Kapitän einen Schwarm gefunden hat, machen die Angler meist reiche Beute. Horst Hennings war vergangenen Sommer mit der Kerheim 2 unterwegs. Und das Meeresangel-Urgestein lässt es sich nicht nehmen, einen Teil seines Fangs direkt an Bord zu grillen. Wir haben eine Tour auf Makrelen hier auf die Nordsee gemacht, haben einige schöne Makrelen gefangen, die wir nachher gleich zubereiten wollen. Wir wollen die mal auf den Grill packen. Aber vor dem Genuss kommt natürlich die Arbeit. Wir müssen die Fische jetzt erstmal versorgen. Das heißt, wir müssen sie ausnehmen. Ich habe die Fische während des Tages über bei dem schönen Wetter immer schön kalt gehalten und benutze zum Ausnehmen ein relativ kurzes Messer, das sehr scharf ist. Um meine Hände zu schonen und die Fische besser zu greifen zu können, bediene ich mich eines sogenannten schneidfesten Handschuhs. Das heißt, ich kann mich mit dem Messer hier nicht schneiden. Das ist so ein Kevlar-Handschuh. Der hat zwei Vorteile. Ich kann die Fische wunderbar greifen und kann sie auch ausnehmen. Also mit einem kurzen Messer am Weitloch ansetzen und das Messer einmal bis nach vorne ganz durchziehen, bis zum Kiemenbogen. Dann lege ich sie erstmal ins Wasser und nehme sie dann anschließend aus. Es ist sehr wichtig, vernünftiges Handwerkzeug zu haben, schönes, scharfes Messer. Und die Fische sind noch wunderbar kalt hier in dem Eiswasser. Also die kann man mit Genuss nachher essen. Nachdem ich die Fische aufgeschnitten habe, entferne ich die Eingeweide und achte immer darauf, dass ich auch die Kiembogen mit entferne, denn da kann sich immer noch mal Blut hintersetzen. Und wenn die mit raus sind, kann ich den Fisch nachher wunderbar sauber machen. Und ich kann sich da auch eines einfachen Hilfsmittels bedienen. Mit so einem kleinen Teelöffel schabe ich hier einmal an der Blutrinde entlang und mache die Fische dann küchenfertig, sauber. Der Rest wird nachher beim Spülen rausgemacht. Dieser Filetierhandschuh ist auch sehr hilfreich beim Saubermachen. Man kann die Fische da picobello mit sauber machen. Das heißt, diese Blutrinde nochmal entfernen und diese schwarzen Bauchlappenstreifen lassen sich da wunderbar mit rausreiben, sodass die Fische wirklich nachher sauber sind, keine Kiemen mehr drin, also wunderbar zuzubereiten. Nachdem wir die Fische jetzt picobello sauber gemacht haben, hat uns der Kapitän erlaubt, ausnahmsweise hier an Bord, da wir so gutes Wetter haben, die Fische auch gleich zuzubereiten. Wir haben hier so einen einfachen Campinggrill, den haben wir schon mal mit Grillkohle bestückt und mit Grillanzündern. Während die Grillkohle glüht und anfängt zu brennen, bereiten wir jetzt die Fische vor. Dazu schneide ich erstmal ein paar Filets runter von den Makrelen. Ich fange hier am Kopfende an, schneide einmal nach oben und gehe nur mit dem Messer auf der Mittelgräte entlang, einmal bis zum Schwanz. Die lässt sich wunderbar filetieren. Hab ein sauberes Filet. Dann wird der Fisch gedreht. Und jetzt fangen wir vom Schwanzende an. Einfach auf der Mittelgräte entlang ziehen, bis zum Kiembogen. Da einmal rüberschneiden, hochheben, hab zwei schöne Filets. Ganz wichtig ist, der Fisch muss natürlich gewürzt werden. Dazu habe ich hier extra grobes Meersalz mitgebracht. Das wird da jetzt so rübergestreut, so ein bisschen. Strahlungen umgegangen. Und dann kann man noch so ein bisschen groben Pfeffer, das sind unterschiedliche Gewürze, dann ist das wie eine Pfeffermakrele nachher, die wunderbar auf dem Grill sich zubereiten lässt. Die Fische werden nachher von der Hautseite auf den Grill gepackt und brauchen daher von der Hautseite auch nicht gesalzen werden. Wenn man längere Zeit hat, kann man sie natürlich in Salzlauge legen, dann ziehen sie besser durch. Aber es ist jetzt hier vollkommen ausreichend bei diesen dünnen Filets, wenn wir sie nur von der Bauchseite her würzen. Wunderbar lasse ich diese Makrelen auch zubereiten in diesen sogenannten Fischbrätern. Das sind ja so Zangen, in denen man die Fische nachher ganz reinlegt, werden dann auf den Grill gepackt. Wir müssen die nachher ein bisschen einölen, ein bisschen einfetten, damit der Fisch sich dran festpackt. Aber dann sehen die wunderbar aus vom Grill, lassen sich wunderbar schmecken. Auch die Fische müssen wir natürlich würzen. Jetzt mache ich mir so ein bisschen Salz in die Hand, weil ich die Bauchhöhle der Makrele schön würzen will. Und das grobkörnige Salz lässt sich natürlich da nicht so reindrehen. Das reibe ich aber jetzt richtig schön in die Bauchhöhle rein, damit er nachher richtig schön durchzieht. Da kann man das Ganze auch nochmal von draußen so ein bisschen übersalzen. So, das nur schön reinreiben, dass es schön den Fisch reinzieht, sonst schmeckt er nachher fad. Bis diese Briketts richtig durchgeglüht, dauert es immer eine Zeit, aber das macht nichts.
Es ist besser, wenn die Fische schön abgetrocknet sind, bevor man sie auf den Grill packt. Zu nass sollte man die nie grillen. Damit unser frischer Fisch hier nicht dran festbackt, reibe ich den Eimer mit Speiseöl ein, damit wir ihn nachher wieder rauskriegen. Ich habe hier einen Lappen, da träufle ich so ein bisschen Olivenöl oder Sonnenblumenöl rauf. Das soll eigentlich nur verhindern, dass der Fisch nachher dann festpackt. Und wenn wir unser Glück probieren. Auch schön heiß ist er. Anfänglich hatten wir Angst, wir würden nicht genug Hitze reinkriegen. Jetzt habe ich den Grill aber doch eine Stufe höher gesetzt, denn diese Holzkohle ist doch wahnsinnig heiß. Wir haben ihn jetzt auf die oberste Stelle gesetzt. Wir sind ab und zu bei Wänden, weil er doch enorme Wärmehitze ausstrahlt. Der Fisch wird gleich gar sein. Jetzt will ich noch mal zwei Opfer suchen, die ihn für uns kosten. Mal sehen, ob der genießbar ist. Wir suchen ein paar Freiwillige, die unseren Fisch mal kosten, den wir gegrillt haben. Das ist, mal hoch. Ja, das ist aber nett. Hey, da musst du lang suchen noch. Die Testesser lassen sich natürlich nicht lange bitten. Wann kriegt man schon mal direkt auf dem Kutter gegrillte Makrelen? Karl-Heinz und Matthias sind gespannt. Also wir haben die jetzt circa eine Viertelstunde hier auf der heißen Holzkohle gehabt, die müssen eigentlich gut sein. Ne? Also ja. Frischer kann man keinen Fisch genießen. Das ist richtig. Ich sag, wir probieren ihn erst einmal. Ne? Ja. Ich hebe ihn erstmal nur vorsichtig hier von runter. Jawohl. Ja, der ist wunderbar. Ganz super. Ja, ist wunderbar. Alles Gute. Ja, guten Appetit. Fisch, Petri Heil. Versuch auch mal. Mmh, lecker. Mmh, hervorragend. Ja. Saftig, ne? Mhm. Überhaupt nicht trocken. Heiß, Vorsicht. Jawohl. Mhm. Gut geschmeckt. Ja, lecker. Ich auch mit Gewürz haut hin, ne? Ja. Mhm. Natur pur. Also noch frischer geht nicht. Vor einer halben Stunde gefangen. Jetzt sollen wir genießen. Zeig uns nochmal deine Kunst. Mach dir nochmal Küchen fertig. Und dann muss man hier auf dieser Linie, hier, muss man ihn zerteilen. Und dann kann man ihn schön aufklappen, auch bei hohem Seegang. So, und dann nimmt man das Rückgrat schön raus hier und dann hat man den blanken Fisch. Und jetzt kann man zulangen und dann guten Appetit. Ja. Mhm. Gut geschmeckt. Ja. Abfahren. Sehr gut. Guten Appetit. Wir haben noch ein paar Filets vorbereitet, die wollen wir auf Alufolie grillen. Ich reibe die auch ein bisschen mit Speiseöl ein, damit der frische Fisch da nicht dran backen bleibt. Lege ich die auf den Grill. Man darf den Fisch nie so lange auf dem Grill lassen, dann wird er trocken und verliert natürlich seinen Eigengeschmack. Er sollte schön saftig bleiben und ich bin der Meinung, wir konnten den ersten schon mal probieren. Der müsste eigentlich gut sein. Möchtest du noch mal kosten? Ja, danke schön. Ja, und zwar hier, der Fisch natürlich schaut schon sehr gut aus. Erster Klasse, frisch vom Meer, filetiert natürlich. Mit ganz normalen Gewürzen, damit der Eigengeschmack nicht verloren geht. Nicht zu viel Gewürz drauf. Also sagenhaft, ohne Gräten, ein Genuss sondergleichen, frisch vom Meer. Kann ich nur bestätigen, für jeden, der das nachmachen möchte. Einfach sehr gut. Unseren Testpersonen scheint der Fisch zu schmecken. Die kommen sogar schon mit Freibier hier für uns an. Also probiert doch mal, lasst euch das genießen. Ja, danke schön. Lasst euch das schmecken. Und schönen Dank fürs Bier. Dann stoßen wir doch drauf mal an. Ja. Auf diesen genüsslichen Nachmittag hier in Bösum, kurz vor der Einfahrt des Hafens. Wir haben es geschafft. 4-5 Tage lang sind wir beim Fischen gewesen. Und nächstes Jahr kommen wir wieder, natürlich. Prost. 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 Bitte schön. Dankeschön.